Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Video vom Open One Mini. Ich muss ja sowieso alle mit dem Handy verbinden. Also ich glaube nicht, dass hier jetzt großartig Unterschied zum Open One sein wird. Nur, dass es halt hinten ein bisschen mal kleiner ist. Aber wir lassen uns mal überraschen, wie denn. Kann ja sein, dass es dadurch ein bisschen sich anders trägt oder sonst irgendwas dergleichen. Erstmal Bluetooth, und hier haben wir auch wieder auf der Unterseite zwei Knöpfe, seht ihr das? Ja. Und der Plus-Knopf hat gleichzeitig noch einen Kreis mit einem Strich, was halt Power sein soll. Aber nichtsdestotrotz, ich sehe gerade, mein Akku ist leer, ehe die Videodatei wieder kaputt geht. Machen wir hier kurz einen Cut. Ich muss kurz nur schnell, also ihr kriegt ja nicht mit davon, dass ich einen Cut mache, aber ich sag's halt nur, dass ihr euch nicht wundert. Ich muss halt schnell mal den Akku wechseln. Oh, und dann geht es auch weiter mit dem Open Run Mini. Ich drücke jetzt einfach mal den Knopf hier. Halte den gedrückt. So. Es fängt erstmal an, blau zu blinken. Weiter drücken, gedrückt halten, bis es dann rot-blau blinkt. Das ist bei allen Geräten gleich. Also habe ich noch kein Gerät gehabt, was da anders war. So, wir suchen nach Geräten, die verfügbar sind. Und wir haben das nochmal in Open Run drin. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass da Open Run, dass er dann halt die Funkfrequenz vom Open Run Mini auch umbenennen. Ja, das werde ich denn jetzt aber machen. Wir koppeln das jetzt. Zack. Und dann gehe ich auf Bearbeiten, umbenennen, und ich nenne das Open Run Mini BioShock. Okay. Weil BioShock steht sowieso da. Ich zeige euch das mal. So. Ich habe da jetzt einfach das Mini dazu geschrieben, dass ich die beiden nicht verwechsel oder aus Versehen. Ja. So, wir sind auch automatisch gleich verbunden. Wie gesagt, hier ist jetzt weniger Platz als beim normalen Open Run. Ich muss mal gucken, ob ich das überhaupt mit meinem dicken Kopf tragen kann. Oh, es wird aber eng bei mir, muss ich echt so sagen. Also es sitzt wirklich, es geht gleich hinten am Kopf lang. Muss mal meine Brille absetzen. Wartet mal. Ich habe das Gefühl, dass sie nicht da sitzen sein sollen, wo sie sitzen, weil ich so einen dicken Kopf habe. So. Aber es rutscht nichts. Ich bin gespannt. Wir werden einfach mal gucken. Ich zoome euch mal ran, dass ihr das so ein bisschen sehen könnt. Hier geht es dann gleich halt lang. So. Und jetzt werden wir das mal gucken. Mal Brille kurz. Man kann trotzdem Brille aufsetzen. Die brauche ich auch, sonst sehe ich hier im Handy nichts. So. Und wir öffnen wieder Spotify. Wurzeln eine Übels. Also entweder ist es jetzt Einbildung von mir. Oder es ist wirklich so, wo ich mir aber nicht erklären kann, wie das passieren kann. Weil wir haben keine direkten Geräusche, die in unser Ohr gehen. Wird ja über den Knochen übertragen. Ich habe das Gefühl, dass die Open One Mini ein Stück lauter sind als die Open Run, was nicht sein kann, weil es wird keine Lautstärke übertragen, sondern nur. Egal. Aber im Ohr, ich habe die jetzt volle Pulle, finde ich die etwas lauter als die, bei voller Pulle, als die Open One.
Und die vibrieren auch genau wie die Open Run, wenn man volle Pulle aufmacht. Also ich habe das Gefühl, dass die Mini ein bisschen bei mir besser sitzen. Obwohl es eng ist, man merkt sie, die normalen, die nicht Mini, die haben ein bisschen Platz. Hier habe ich immer so das Gefühl, ja, wenn ich mich so ein bisschen falsch bewege, rutschen die hier vorne, weil ich so einen dicken Kopf habe und so einen dicken Nacken. Wenn ihr einen kleineren Kopf habt, dann sollte das nicht sein. Aber die haben irgendwie sitzen nicht voll cool. Kann es euch nicht beschreiben, obwohl das halt ein bisschen komisch ist, dass man das hier hinten jetzt so direkt merkt, aber so, also den Bügel hier. Aber die sitzen wirklich gut und machen so im ersten Augenblick einen guten Eindruck. Jetzt machen wir noch den obligatorischen Anruf, ob das Mikrofon auch okay ist. Ach, der Ton mal an, die macht ihr ihr Handy. Ja, Icke, dein Vater. Du sollst mir wieder sagen, wie es ist. Richtig. Esel fressen, Nessel nicht. Nesseln fressen, Esel nicht. 1, 2, 3, 4, Eckstein. Alles muss versteckt sein. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6. Oh. So, und erzähl. Das ist. Ja, die sind gleich alt, aber halt, das eine ist halt Mini und das andere ist das gleiche, bloß in größer. Das ist jetzt die Mini. Okay, gut, ich danke dir. Bis gleich. So, also meine Tochter sagt, dass das, aber sie weiß jetzt nicht, ob das jetzt gefühlt, also momentan Einbildung von ihrerseits ist, ob sie fühlt so ist oder ob es wirklich so ist. Ein wenig schlechter soll sich das anhören. Okay, jetzt habe ich es außerhalb nicht gesehen. Gefühlt hört sich das halt ein Tick schlechter an als das Open One. Aber wie gesagt, gefühlt. Sie weiß jetzt nicht, also ist jetzt schwer zu beurteilen, sagt sie. Könnte jetzt momentan gerade nur so sein. Aber also so jetzt vom ersten Gefühl halt ist das vom Mikrofon ein Ticken leiser. Man hört mich trotzdem sehr gut, aber es ist ein Ticken leiser. Aber das werden wir dann auch noch testen. Vielleicht ist es ja auch nur jetzt gerade in dem. Ja, weil sie gerade was an gemacht hat oder was weiß ich. Da müssen wir gucken. Aber beide Open Runs sind wirklich sind schöne Geräte, sitzen sehr schön. Und halt, wie gesagt, das Open Run Mini, das ist halt hier so ein, da seht ihr die Striche, die Linie ist halt so ein Stück kleiner als das Open Run. Da, das ist so. Und das Open Run ist ein Stück kleiner. Das Open Run würde ich dann eher für Frauen empfehlen und Menschen und Männer mit einem kleinen Kopf. Klingt jetzt nicht negativ, Entschuldigung, nicht negativ auffassen. Ich habe ja einen dicken, ich habe ja gesehen, da ja, ich habe einen Specknacken und einen dicken Kopf. Bei mir sitzt es. Ich habe aber so, dass die Füße, wenn ich so mache, dass es sich, dann löst sich das vorne oder hebt, habe ich Angst, dass es weghebt sich. Aber so hat es einen guten Tragekomfort. Finde ich so ja durch diese Enge vielleicht so ja beim Laufen so ja ein Stück besser als das Open One. Ja, da muss ich mal gucken, wie es sich jetzt im Fazit, also im Langzeittest schlagen wird. Das kann ich euch jetzt so noch nicht sagen. Das werden wir ja jetzt in den nächsten Tagen sehen, wenn ich damit laufen gehe und vor allen Dingen, wenn ich damit im Fitnessstudio bin. Dann würde ich jetzt sagen, ich mache hier jetzt erstmal Schluss. Wenn es euch gefreut hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wir werden als nächstes das OpenCom machen. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin. Thank you.